Auf der Veranstaltung Top Tirol der Wirtschaftskammer wartet auf Tirols Spitzenunternehmer ein interessanter Abend mit dem deutschen Philosophen Richard David Brecht. Da wollen wir eigentlich schauen, dass wir von der Wirtschaftskammer mal nicht nur über Zahlen reden, über Umsätze reden, über Exportzahlen oder was der Teufel was, sondern dass wir so ein bisschen andere Menschen herholen und andere Themen ansprechen. Heute mit dem Brecht haben wir ja so ein bisschen was, so, der behauptet ja, dass man nicht immer das tut, was man sich eigentlich denkt etc. und ein bisschen die Werte auch in den Vordergrund rückt. Ich glaube, dass es ein unheimlich spannender Abend wird und vom Zuspruch, von den Anmeldungen sind wir fully booked. Der bekannte Philosoph und Buchautor Brecht referiert über moralische Gefühle und warum wir anders handeln, als wir denken. Oh, Menschen haben sehr viele Tricks, die sie von der Evolution mitbekommen haben, wie sie in moralischer Hinsicht doppelte Buchführung betreiben können. Das heißt, wir haben ein ganzes System von Ausreden oder wir sind für etwas nicht zuständig oder wir vergleichen uns mit anderen, die wir übler finden als uns selber. Und auf diese Art und Weise haben wir so einen Mechanismus, mit dem es uns gelingt, uns immer wieder selber weiß zu waschen. Und damit täuschen wir uns über unser eigenes moralisches Handeln. Was aber kann man daraus lernen? Ich glaube, wenn man seine Mechanismen sehr, sehr genau kennt, dann fällt es einem schon schwerer, sich in wichtigen moralischen Fragen selber zu betrügen. Und deswegen besteht die Aufgabe zunächst einmal darin, seine eigenen Mechanismen, wie man wirklich funktioniert, genauer kennenzulernen, sodass man nicht mehr ganz so leicht unaufrichtig mit sich selber sein kann. Das könnte schon mal ein guter Anfang sein. Für die Tiroler Unternehmer brachte der Abend jedenfalls einige inspirierende Ansichten und Gelegenheit zum Netzwerken und Gedankenaustausch.